Olli, 0:0 hier gegen die SG Sonnenhof Groß-Asbach, aber wenn ich so in dein Gesicht schaue, zufrieden bist du mit dem Punkt nicht? Nee, gar keinen Fall. Ich denke, wenn man den Spielverlauf gesehen hat, dann muss man sich ganz klar über die zwei verlorenen Punkte ärgern. Ansonsten die Defensive ja, man sagt ja immer, die ganze Mannschaft hat damit zu tun, aber die Defensive steht hinten, viele Chancen haben wir nicht zugelassen. Nee, sehe ich auch so, aber es ist bei uns ja tatsächlich so, dass alle daran beteiligt sind. Wenn ich sehe, dass die vorne für uns laufen, das macht es uns hinten natürlich dann auch viel einfacher. Du hast ja heute so einen ganz speziellen Gegenspieler gehabt, der hat den Spitznamen der Metzger, hat er sich auf dem, der Timo Röttger, hat er sich auch dementsprechend verhalten, ist er schon so ein bisschen härter dort? Ach, weiß ich nicht, er lässt sich ganz gerne fallen, also hat nicht so viel vom Metzger dann, also ja, muss er selber wissen. Okay. Rechter Verteidiger, schon im zweiten Spiel, Joshua Nadeau, der macht das ganz ordentlich da neben dir, oder? Ja, macht er super, dafür gegen Wolfsburg hat er es glaube ich 10 Minuten gemacht und jetzt erst das zweite Spiel über 90 Minuten, aber da kann man nur einen Hut ziehen, glaube ich, wie er das da hinten rechts spielt. Gut. Die vergebenen Chancen vorne, da müssen wir so ein bisschen präziser sein. Aber ich habe schon gesehen, der Sofi, der zerlegt jetzt noch den Rasen. Der ist richtig sauer darüber, dass er nicht einen von den zwei gemacht hat. Ja, das stimmt. Da müssen wir noch abgezockter werden, weil ich glaube, dann gewinnen wir das Ding, dann ziehen wir das. Aber ja, da werden wir auch weiter dran arbeiten. Wichtig ist erstmal, denke ich, dass wir die Chancen überhaupt herausspielen, in der Art und Weise auch herausgespielt, dass wir dazu noch gut stehen und dann ja, arbeiten wir Woche für Woche, dass danach auch immer 3 Punkte bei rumkommen. Gut, dann treffen wir einfach gegen Erfurt jetzt. So sieht's aus. Danke. Ja, unser Chefcoach hat vorher gesagt, wir werden auf eine sehr defensiv eingestellte Mannschaft treffen, war ja dann auch so. Wir werden wenig Chancen kriegen, war ja dann auch so. Und dann hat man so den einen oder anderen Dicken auf dem Schlappen und geht vom Feld und sagt, oh Mann, Sophie, warum habe ich den nicht gemacht? Ne? Ja, also genau so habe ich auch gedacht in der Situation. Könnte man verzweifeln, aber man muss trotzdem positiv bleiben. Dann hatte ich die nächste Chance auf dem Fuß, wo der Torwart mir den Ball eigentlich schon in den Fuß wirft. Ich hatte da ein bisschen so die Aktion von Brian letzte Woche im Kopf, der die dann rüberlupft. Los, bei mir hat es nicht geklappt. Ich hätte da, glaube ich, ein bisschen im Nachhinein ruhiger sein müssen. Ich weiß nicht, ob da noch neben mir jemand stand oder vielleicht noch 1 Meter, 2 Meter aufs Tor zulaufen und dann flach in die Ecke schieben. Aber wie gesagt, das war einfach heute ja, von den Chancen her ein scheiß Tag für mich. Die 2 Dinger hätte ich machen müssen und ich glaube, da machen die auch hinten auf und wir können kontern. Wir hatten die ganze Zeit Ballbesitz, wir waren die spielbestimmende Mannschaft. Ich glaube, die Fans haben das lange hier nicht mehr gesehen im Stadion, so ein Spiel, wo wir so viel Ballbesitz haben. Wir sind immer probiert, hinten in die Räume reinzukommen gegen diese defensive Mannschaft. Die waren ja wirklich defensiv, kann man nicht anders sagen. Und ja, also alles gut gemacht, bloß die Chancen, auch in meiner Person, muss man einfach machen und dann gewinnen wir das Spiel auch. Gut. Nun sind wir vorne vom Sturm weg, wenn wir jetzt nochmal in unsere Defensive direkt gehen. Also da hat man die Saisongefühl, das Gefühl, die sind ja bärenstark. Da brennt kaum irgendwas an, wenn was durchkommt, räumen sie es weg. Ja, also ich habe schon gesagt, wenn man Olli da hinten schon sieht, der sieht aus wie Captain America, der hat schon so eine Ausstrahlung, da passiert gar nichts. Und ich finde auch Josh und Juli und Fabi haben das super gemacht, die ergänzen sich super, als ob die schon ein bisschen länger zusammenspielen und da braucht man sich eigentlich keine Sorgen zu machen. Gut. Stefan Wandenwetsch, ja unser Universalspieler, erst spielt er mal im rechten Mittelfeld, jetzt im defensiven Mittelfeld. Mal gucken, wo ihn der Coach im nächsten Spiel mit einsetzt. Ich denke nicht im Sturm, weil mit Olli, wir waren uns einig, der Sofi, der trifft gegen Erfurt. Ja, also ich hoffe, dass ich jetzt gegen Erfurt treffe. Ich hoffe, dass ich das abschütteln kann, was heute passiert ist, die 2 Riesenchancen. Und ja, Wanne kannst du hinstellen, wo du willst. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Gardavski von letztes Jahr, macht er dieses Jahr und rennt viel, macht viel für die Mannschaft und das war natürlich heute wichtig. Gut, rein statistisch gesehen, die Statistik ist auf deiner Seite, weil jeden Dritten, den macht der Benjaminer. 2 hast du heute liegen lassen, also der Dritte gegen Erfurt ist drin. Ja, okay, hoffen wir es. Alles klar. Wanne, bei dir weiß man ja vor dem Spiel nie, wo du eigentlich spielst. Im rechten Mittelfeld im ersten Spiel, jetzt im defensiven Mittelfeld im zweiten Spiel. Ist dir das eigentlich völlig egal, wo der Trainer dich hinstellt? Du spielst da, wo er dich hinhaben will? Ja, ich denke, das ist normal als Profifußballer. Da spielt man da, wo der Trainer einen haben möchte. Und ja, im Endeffekt ist es mir egal. Ein Tick wohler fühle ich mich im zentralen Mittelfeld, aber wenn ich mal wieder rechts aushelfen sollte, mache ich das gerne. Gut. Du bist ja so ein bisschen das Laufwunder auch, also viel wird abgelaufen, aber die ganze Mannschaft, die hat heute defensiv extrem gut gearbeitet. Ja, denke ich auch. Wir haben wenig zugelassen. Einmal war Tor, aber ich glaube, da hat er völlig zu Recht abgepfiffen und sonst haben wir nicht viel zugelassen. Klar, wenn es ganz blöd läuft, dann geht mal ein Standard rein oder so ein langer Einwurf, das wissen wir. Aber ich denke, wir haben gut Druck gemacht. Im Normalfall gewinnen wir heute, aber gut, es ist halt manchmal so. Mit dem Ergebnis können wir nicht zufrieden sein, aber ich denke, so wie wir gespielt haben, im Großen und Ganzen können wir zufrieden sein und die Fans haben das ja auch
mit Applaus gewürdigt. Ja, das hat man gesehen, dass die Fans diese Leistung, diese Kampfbereitschaft durchaus gewürdigt haben. Das Einzige, was letztlich gefehlt hat, eine von diesen wenigen Chancen vorne dann auch machen. Ja, ich denke, so wenige waren es gar nicht. Also wenn ich, die dritte Liga ist eng und da hat man selten so viele klare Chancen. Gut, heute ist er nicht reingegangen, hoffentlich geht er nächste Woche oder jetzt eine halbe Woche später rein. Und wir werden einfach weitermachen und versuchen, die paar Kleinigkeiten, die es noch zu verbessern gibt, verbessern. Ist das jetzt so, weil am Dienstag schon das nächste Spiel kommt, dass eure Füße da immer noch ein bisschen müde sind oder ist das genug Regenerationszeit, da wieder 90 Minuten Gas zu geben? Ja, ich denke, der Gegner hat es genauso. Vielleicht ist man nicht gleich bei 100%, aber wenn mal 10 Minuten vorbei sind, dann ist es ein ganz normales Spiel. Und wie gesagt, der Gegner hat ja die gleiche Voraussetzung und dann ist es ausgeglichen. Viel Erfolg in Erfurt, danke. 12.500 Zuschauer hier im Ostseestadion sehen ein 0:0 der besseren Art, aber auch ein 0:0, wo man vielleicht sagen kann, es wäre ein bisschen mehr drin gewesen nach der zweiten Halbzeit. Ja, ich denke ja. Auch erste Halbzeit, wir haben viel, viel mehr vom Spiel gehabt. Erste Halbzeit haben wir sehr, sehr kompakte Gegner gehabt und trotzdem haben wir, denke ich, sehr ordentlich das gemacht. Fehlt noch ein bisschen diese Zielstrebigkeit, diese Entschlossenheit in der Nähe vom Tor, saubere Flanken, Torabschluss, Freistoß zu holen. Das fehlt mir noch ein bisschen. Aber trotzdem war mir auch klar, dass im Laufe der Zeit, dass wir immer mehr vom Spiel haben und dass der Gegner ein bisschen müde wird. Und nach der Seite wechseln hat sich das auch so auch bestätigt, meine Erwartung, dass wir nach der Seite wechseln, ab 60. Minuten so, der Gegner hat schon die Fehler gemacht, die Räume waren etwas größer für uns und dann hätten wir eigentlich zuschlagen müssen. Das haben wir nicht geschafft und letzte 15 Minuten fehlt in uns aber die Kraft. Und das war trotzdem sehr gefährlich für uns, dass wir druckvoll nach vorne spielen, aber auch trotzdem nicht auskontern lassen, weil Magdeburg ist böse erwischt worden beim letzten Spiel gegen Großaspach, weil die genau das gemacht haben. Die haben nach vorne gespielt und bei Ballverlust waren sie hinten offen und haben sie 4 Gegentore bekommen. Es ist schon eine sehr gute Mannschaft, gut organisiert, unser Gegner. Und trotzdem bin ich mit der Leistung meiner Mannschaft hochzufrieden. Natürlich hab ich mir Sieg gewünscht, aber müssen wir jetzt den Punkt so nehmen und auch zufrieden sein. Sie haben gesagt, 15 Minuten so zum Schluss fehlt ein bisschen die Kraft. Trotzdem fand ich, haben Sie ein deutliches Zeichen nach außen gesetzt, 2 Stürmer gebracht und Sie haben gezeigt, Leute, wir wollen hier gewinnen. Genau, das ist ja, ich wollte auch Zeichen setzen, auch für die Fans, auch für meine Spieler. Wir wollen nach vorne spielen, wir wollen jetzt nicht sichern. Und wir waren müde, aber Gegner war auch müde. Also ich will nur damit sagen, dass wir nicht müde waren. Aber das ist jetzt noch Anfang der Saison und wir sind nicht auf diesem Top-Niveau, wo wir über 90 Minuten das spielen können, was ich eigentlich von der Mannschaft sehen möchte. Wir haben heute Kraft gehabt für 75 Minuten gehabt. Letzte 15 Minuten ist ein bisschen verflacht, alles ist verflacht worden. Aber ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Einstellung meiner Jungs und man sieht, wie sie untereinander umgehen. Und was positiv ist ja auch, dass wir das zweite Spiel 2:0 gespielt haben. Also es gibt sehr viele positive Sachen, die wir mitnehmen können und müssen. Ja, wenn man nach 2 Spielen, gibt es ja noch kein Fazit, aber so ein Mini-Zwischenfazit ziehen können. Es wird für jeden Gegner in der dritten Liga schwer, gegen uns ein Tor zu erzielen, weil wir eine hammerstarke Defensive insgesamt, die ganze Mannschaft, haben. Ja, wir arbeiten alle sehr gut gegen Ball. Und das beginnt schon von Sofian Benjamin nach vorne. Aber das ist jetzt, ich will nur damit sagen, das zu schaffen, müssen wir bereit, jedes Spiel das abzurufen. Das heißt, jedes Spiel, dass wir bereit sind, für die Mannschaft jeder Meter zu machen. Und wenn wir das schaffen, dann werden wir wenig Gegentor kriegen, das weiß ich. Ja. Die Offensive, die hat es in solchen Spielen wie heute extrem schwer. Da steht der Gegner manchmal mit 5 Mann hinten auf einer Linie. Also da muss schon alles passen, dass man eine der wenigen Chancen, die man dann kriegt, dass man die auch macht. Aber es ist schon schwierig für den Sturm oder die Offensive vorne. Absolut. Also das war auch so zu erwarten, dass wir heute nicht so viele Torchancen kriegen. Wir haben trotzdem 4 gute Möglichkeiten. Einer hätten wir machen müssen. In Lotte haben wir auch nicht so viele Chancen gehabt, aber da haben wir sie gemacht und heute leider nicht. Also das ist auch so wir müssen etwas kaltblütig sein in der Nähe vom Tor, noch zielstrebiger sein. Aber das sind Sachen, die ich glaube noch kommen werden. Sie haben ja vor dem Spiel gesagt, es wird ein Geduldsspiel, wir müssen geduldig sein. Geduldig waren nicht nur die Spieler, sondern auch das Publikum. Das hat geduldig bis zur 90. Minute unterstützt. Das ist doch eine Unterstützung, wo man sagt, also das treibt die Mannschaft vielleicht nochmal über den Schmerzpunkt hinweg.
Ich denke auch, dass die Fans gesehen haben, dass die Mannschaft alles versucht hat und dass die uns die ganze Zeit unterstützt haben. Also das finde ich sehr, sehr stark von unseren Zuschauern, von unseren Fans, dass die nicht ungeduldig wurden, auch letzte Minuten oder irgendwie so angefangen ein bisschen zu pfeifen. Und im Gegenteil, die Fans haben uns unterstützt, die 90 Minuten. Und ich denke, genau das ist für mich der richtige Weg, weil wir sind eine Mannschaft, die auch die Fans brauchen, die wir die Fans brauchen, wenn es auch für uns schwer ist. Wenn wir 3-0 führen und dann gefeiert werden, dann ist es eigentlich viel, viel einfacher, läuft viel von alleine. Also das heißt, war schon sehr gut von den Fans, wie sie das gemacht haben. Aber ich glaube auch, dass die Mannschaft, dieses Vertrauen zwischen Fans und Mannschaft war da. Und ich denke, dass jeder gesehen hat, dass alle wollten, aber es hat leider nicht gereicht. Machen wir es weiter. Die Beine von dem einen oder anderen Spieler, die sind jetzt schon so ein bisschen schwer. Das nächste Spiel ist schon am Dienstag in Erfurt. Da muss man gucken, wie man die mit Regeneration aufgepäppelt kriegt. Oder vielleicht auch mal den einen oder anderen jungen oder neuen Spieler frisch reinwirft da. Das ist auch Überlegung jetzt, die Dosierung, weil englische Woche ist für die Mannschaft erstmal, wir haben nicht diese Breite vom Kader. Wir haben auch ein paar angeschlagene Leute und ich kann auch nicht so adäquat ersetzen, ein und andere. Aber trotzdem denke ich, wäre falsch, wenn ich jetzt ein paar Leute durchspielen lasse und alle und die so müde sind, dass die Leistung nicht bringen können. Also das heißt, ich muss jetzt schon an Dosierung denken, an Regeneration. Wir müssen alles in der Bewegung setzen, dass die Jungs jetzt schnell regenerieren und eventuell etwas rotieren. Aber wir haben nicht diese Kaderbreite, so wie Bayern München, das 1:1 ersetzen können. Das ist keine Kritik an Bayern. Bayern spielt jede Woche, englische Woche. Wir spielen zweimal im Jahr, müssen wir irgendwie so durchkommen. Aber das werden wir auch schaffen. Sie haben gesagt als letzte Frage, dass egal, ob man gegen Magdeburg oder Lotte spielt, es gibt immer nur 3 Punkte für den Sieg. Wenn wir in Erfurt gewinnen, gibt es für die Fans aber 3 Punkte mit einem kleinen Bienchen obendrauf. Das möchte ich Ihnen so auf den Weg geben. Ja, das wäre schön. Also wir müssen auch wirklich die Einstellung jetzt so haben, auch trotz dieser Strapazen, die wir jetzt haben, die Tage, auch diese langen Reise jetzt nach Erfurt. Wir fahren dahin und wir werden auch versuchen, das Maximum rauszuholen wieder. Dafür viel Erfolg. Dankeschön.